Wir müssen uns intensiver um die Organismen in den Böden kümmern. Wir kennen zwar alle Kühe, wir wissen aber nicht, dass in den Böden pro Hektar mindestens doppelt so viel Biomasse ist wie eine Kuh auf der Bodenoberfläche. Ja, Lorenzo Furlan hat sich sehr intensiv in seinen Forschungen bemüht, um über verschiedene Bodeninsekten zu arbeiten. Insbesondere hat er sich einen internationalen Namen gemacht im Bereich des integrierten Pestizidmanagements. Dort ist er sehr erfolgreich in verschiedenen EU-Projekten auch tätig und immer noch tätig gewesen und tätig. Er hat insbesondere sich auch um Dinge gekümmert, um die wir uns natürlich heute auch schon gekümmert haben, um gute Wasserqualität in der Landwirtschaft in Verbindung mit Tierhaltung, um die Frage der Bodenfruchtbarkeit, die Biodiversität in den Böden und auch der globale Klimawandel und spezielle Landwirtschaftsformen, von denen wir heute auch wissen, dass sie zur Reduktion von Pestiziden führen können. In seiner Doktorarbeit hat er sich mit dem westlichen Maiswurzelbohrer auseinandergesetzt. Den werden Sie sicherlich auch schon kennen. Er bedroht auch Deutschland. Er ist in Deutschland angekommen, macht große Schäden. Hier wird auch natürlich Poncho und ähnliche Stoffe eingesetzt. Und zum ersten Mal ist er aufgetaucht in Paris 2002. In Deutschland haben wir ihn seit 2007 und im Nachbarland Polen 2010. Damals hat eben in deiner Doktorarbeit Lorenzo da wegweisende Untersuchungen gemacht. Wir freuen uns auf deinen Vortrag und danke fürs Kommen. Thanks a lot. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Ich möchte eine Frage stellen. Wie viele Bauern werden hier heute vertreten? Wie viele Landwirte haben wir hier? Oder Vertreter von Landwirten? Okay, zwei. Vielen Dank. Thanks. Now I'm starting. Ich beginne mit der Schlüsselfrage von heute. Ist es möglich, gute landwirtschaftliche Produkte zu produzieren und das Nettoeinkommen der Landwirte aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, ohne die Nutzung von Neonics? Das ist die Schlüsselfrage. Denn wir müssen uns ja um das Überleben der Landwirte kümmern. Und unsere Lösung muss natürlich diesen Faktor berücksichtigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man dieses Hauptziel erreichen kann. Einsatz von Insektiziden nur, wenn und wo sie gebraucht werden, das heißt Umsetzung eines integrierten Schädlingsbekämpfungsansatzes, IPM. Dann die zweite Option. Wir können andere effektive Strategien einsetzen, das bedeutet wieder IPM. Integrierte Schädlingsbekämpfung oder andere Chemikalien, wenn und wo ökonomische Populationen auftreten. Das sind also zwei Wege. IPM ist also das Schlüsselinstrument, auf das wir uns konzentrieren sollen. Was ist IPM? Nun, ich werde hoffentlich niemandem zu nahe treten, wenn ich das Prinzip von IPM jetzt zusammenfasse. Das Prinzip kennen wir schon seit 2009. Hier die entsprechende Richtlinie. Die wurde verpflichtend seit Januar 2014. Das heißt, heutzutage gilt diese Richtlinie. Das erste Prinzip ist, bevor eine Entscheidung im Bereich Schädlingsbekämpfung getroffen wird, müssen schädliche Organismen überwacht werden mit adäquaten Methoden und Instrumenten. Das bedeutet also, bevor einer Behandlung muss ich wissen, ob die Schädlinge auf ökonomischer Basis existieren oder nicht. Also wir nutzen entsprechende Voraussagemodelle, Monitoringmodelle und so weiter. Pflanzen, zweitens hier, können nur behandelt werden, wenn ich sicherstelle, dass diese Population, die ich durch Implementierung von Punkt 1 erreicht habe, übertroffen wird. Also ich brauche einen Schwellenwert als Ergebnis. Das heißt, Landwirte brauchen entsprechende Schwellenwerte,
Und also, ich habe herausgefunden, dass eine Population die wirtschaftliche Schwelle überschritten hat. Dann habe ich zwei Szenarien. Keine wirtschaftliche Population, keine Behandlung. Das zweite Szenario ist folgendes. Ich habe eine ökonomische Population. Was muss ich nun tun? Die Richtlinie sagt, wenn man eine wirtschaftliche Population hat, dann muss man sich zunächst einmal alle agronomischen Lösungen anschauen, die man auf dem Feld umsetzen kann, um Pflanzenzerstörung zu vermeiden, um entsprechend Resistenzen zu vermeiden und so weiter. Aber wenn man das etabliert hat, dann hat man eine ökonomische Population und man hat keine agronomischen Lösungen. Wenn das der Fall ist, dann muss man sich die anderen Lösungen anschauen, die zur Verfügung stehen, also biologische Kontrolle, physikalische Behandlung oder physische Behandlung und andere nicht-chemikalische Schädlingsbekämpfungsmethoden. Also wir haben eine ökonomische Population, man hat aber keine ökonomischen Lösungen, man hat keine biologischen, keine chemischen Schädlingsbekämpfungsmethoden, die man einsetzen kann. Dann, letzte Lösung. Man kann sich für eine chemische Behandlung entscheiden, aber hier muss man sehr vorsichtig vorgehen, wenn es um die Auswahl der Chemikalie geht. Man muss die auswählen, die das beste Ökoprofil hat. Und man muss dann diese chemische Substanz einsetzen, basierend auf einer Methode, die entweder die Risiken reduziert oder die Schädlingsresistenzen reduziert. Das sind die Prinzipien der Richtlinie 128 aus dem Jahre 2009. Das ist die Theorie. Nun müssen wir uns der Praxis widmen. Wir brauchen Strategien, die nicht zu viel kosten. Wir brauchen Instrumente, die nicht zu aufwendig sind. Und wir brauchen nachhaltige technische Instrumente. Um diese Richtlinie umsetzen zu können, braucht man natürlich entsprechende Instrumente, die nicht zu kostspielig sind. Sonst können die Landwirte sie nicht anwenden und einsetzen. Das ist insbesondere richtig für Nutzpflanzen, landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Da ist das Einkommen nicht sehr hoch. Man braucht entsprechende Manpower, man braucht allgemeines technisches Wissen und es ist anders als Obst, Bäume, als Weinstöcke und so weiter. Wenig IPM. IPM ist die beste Lösung. Denn IPM hat ein hohes Potenzial und deckt alle Alternativen ab. Nochmal, die Prinzipien, die Alternativen sind alle hier mit abgefasst. Größerer Nutzen kann erreicht werden als die einfache Ersetzung von Neonix durch andere Insektizide. Und schlussendlich ist IPM verpflichtend in Europa, und zwar seit Januar 2014. Welche Nutzpflanzen oder anderen Ziele gibt es nun? Nun, das wurde ja bereits gezeigt heute Vormittag, dass das in unterschiedlichen Feldern benutzt werden kann. Für unterschiedliche Ziele, wir haben landwirtschaftliche Nutzpflanzen, wir haben Obstbäume, Weinstöcke und so weiter. Aber ist das wirklich machbar, dieses integrierte Schädlingsbekämpfungssystem, IPM? Hier müssen wir zunächst einmal die Kriterien definieren, um sagen zu können, ob wir machbare Instrumente an der Hand haben oder nicht. Und das erste ist das Risiko, die Risikoebene eines Schädlings. Wenn ich ein geringes Risiko habe, wenn ich also keine ökonomische Population habe, dann kann ich den ersten Teil des IPM-Prinzips umsetzen. Wenn ich eine ökonomische Population habe, dann muss ich etwas tun. Aber wenn ich keine ökonomische Population habe, dann muss ich gar nichts machen. Das heißt, wenn ich eine ökonomische Population habe,
auf einem kleinen Teil meines landwirtschaftlich nutzbaren Landes, dann muss ich herausfinden, wo die wirtschaftliche Population sich befindet. Aber ich muss den Großteil meines entsprechenden Landes gar nicht behandeln. Das ist der erste Punkt. Nicht überall behandelt, kein prophylaktischer Ansatz auf Anschädlingsbekämpfung. Und zweitens, in einigen Fällen, nicht so vielen Fällen, aber in einigen Fällen, habe ich eine ökonomische Population auf den Feldern. Das hängt von der Nutzpflanze und von dem Schädling ab. In diesem Fall ist die Frage, habe ich irgendwelche IPM-Strategien, die anders sind als die Chemikalien, wie zum Beispiel agronomische, biologische Kontrollstrategien und so weiter. Dann muss ich diese zwei Themen ansprechen, um diese zwei Fragen beantworten zu können. Jetzt möchte ich etwas vorstellen, und zwar eine Mais-Fallstudie. Hier fokussieren wir uns auf Mais. Wir arbeiten natürlich auch mit anderen Nutzpflanzen. Und ganz schnell, Mais kann vernichtet werden von entsprechenden Schädlingen, zum Beispiel durch Viren. Aber unsere Studien haben gezeigt, dass Resistenz genug ist. Hybridresistent. Den Schutz, den man von Clothianidin bekommen kann, ist vergleichbar mit den Auswirkungen eines resistenten Hybrids. Das heißt, das Prinzip der IPM ist, dass man einen resistenten Hybrid einsetzen sollte und nicht behandeln sollte. Und dann hat man noch die Vögel, da gibt es andere Lösungen für die Vögel. Nicht überall werden Chemikalien eingesetzt. Und Insekten und andere Gliederfüßer. Das heißt, da gibt es eine ganz lange Liste. Wir haben hier diese Y-Eule, diesen Falter. Den gibt es in Italien, aber auch in anderen europäischen Ländern. Also die Y-Eule, das ist eine Migrationsart, genau wie bei den Monarchfaltern, gleiches Verhalten. Sie kommen aus Afrika und fliegen nach Südeuropa. Unser Mexiko ist Südeuropa. Also sie fliegen nach Norden jedes Frühjahr, wenn es diese starken Südwinde gibt. Sie können den Mais und viele andere Pflanzen zerstören. Aber gibt es Methoden, was das erste IPM-Prinzip angeht? Also kann ich vorhersagen, wo ich eine ökonomische Population habe und ob ich eine habe? Ja, diese Möglichkeit habe ich. Wir haben das Alert-Programm, das Warnprogramm seit 1991. Dieses Warnprogramm, ein IPM-Instrument, das sehr gut voraussagen kann, wo man eine ökonomische Population finden kann. Normalerweise finden sich diese in kleinen Teilen des bebaubaren Landes. Also hier Europa 71 und 83 gab es entsprechende Ausbrüche. Weniger als 1% Schaden ist sozusagen der Durchschnitt. Also Risikoniveau, was ist das Risikoniveau? Geringer als 1%, ein geringes Risiko. Gibt es entsprechende IPM-Strategien, die zur Verfügung stehen? Ja, diese IPM-Strategien gibt es. Das heißt, ich brauche eigentlich keinen prophylaktischen Ansatz. Gut. Wie steht es jetzt mit Diabrotica, ein neuer Schädling? Dieser kommt aus den USA, ein Geschenk aus den USA, und die Populationen liegen üblicherweise unter der ökonomischen Schwelle, unter der Schadensschwelle, und das bezieht sich vorwiegend auf Monokulturen, auf die Maisproduktion. Das heißt, Fruchtfolge ist die einzige effektive Strategie. Fruchtfolge kann effektiv sein, ein Jahr eine Nutzpflanze und dann 3 Jahre eine andere. Also man muss den Mais nicht komplett einstellen, sondern nur unterbrechen. Verfügbare Lösungen für Fruchtfolge sind Biogasanlagen. Dann gibt es entsprechende Behandlungen bei dem Aussäen. Und dann gibt es die Möglichkeit,
entsprechende andere Methoden einzusetzen. Also nochmal die Schwelle hier. Sie erinnern sich an das Prinzip und wir haben die Strategie. Wenn wir jetzt eine Fruchtfolge einführen, dann hat man eine hohe Population, dann unterbricht man die Mais, den Maisanbau und dann kann man wieder Mais pflanzen. Und wenn man dann wieder ein Populationswachstum hat, wieder eine hohe Population erreicht hat, dann unterbricht man wieder. Das ist ein dynamischer Prozess also. Dieser kann gehalten werden unter der Schadensschwelle. Fruchtfolge ist die erste Option für IPM. Man muss nicht warten. Man kann in Anhang 3 sehen, dass die erste agronomische Strategie in der Fruchtfolge besteht. Fruchtfolge ist die beste technische Herangehensweise. Und dann sollte man die Fruchtfolge umsetzen. Dann ein weiteres Problem. Diese Würmer, hier Drahtwürmer, wir haben mehr als 30 Jahre der Beobachtungen in Italien und es gab entsprechende Schäden in weniger als 5% der Felder. Und dann gab es hohen Schaden auf ungefähr 1% der Felder durch diese Drahtwürmer. Das ist ein Beispiel, eine Umfrage, eine Studie aus 2010, das APINET-Projekt, ein Projekt, das auch die Auswirkungen von Neonics analysierte in entsprechenden italienischen Regionen. Und Sie können sehen, dass von 183 Feldern hohe Populationen auszumachen waren, die die Erträge nicht reduzierten, auf 5 Feldern, auf 5 von 183. Hier können Sie die italienischen Regionen sehen, wo wir Mais anbauen. 5 von 183, das sind ungefähr 3%, 2,7. Und das bestätigt diese langfristigen Ergebnisse. Wie steht es nun mit Europa? Hier gab es das PURE-Projekt, das siebte Rahmenprogramm ist gerade zu Ende gegangen, aber wir haben Daten aus Frankreich, Ungarn und Italien, Deutschland und Slowenien. Was haben wir herausgefunden? Von diesen Studien, behandelt, nicht behandelt, haben wir herausgefunden, dass in 4 Jahren mehr als 50 Experimente durchgeführt wurden mit behandelten und nicht behandelten Arten. Und es gab keinen wirtschaftlichen Schaden durch den Drahtwurm, also kein Schädling. In Italien, aber auch nicht in anderen Regionen. Nun, unsere Studien haben es ermöglicht, jetzt gut zu verstehen, welche Risikofaktoren es gibt bei IPM. Doppelte Nutzpflanzen, dann Fruchtfolge. Die Vorpflanzen sind natürlich ganz wichtig. Dann die organischen Inhalte oder Gehaltsstoffe im Boden. Das heißt, wir wissen genau, wo die Probleme liegen. Dann eine andauernde Pflanzenabdeckung, dann Torfböden, vorheriger Schaden, Bewässerung und so weiter. Das heißt, wir wissen genau, wie es um diese Risikofaktoren steht und dass ein Risikofaktor den Schaden um 20% anheben kann oder auch um 15% und so weiter. Das heißt, wir haben einen IPM-Ansatz, der sehr effektiv ist. Wir haben diese Pheromon-Traps, das sind die entsprechenden Fallen hier, die wir aufgestellt haben und die sind zuverlässig und das gilt auch für andere Arten. Und wo ich eine ökonomische Population habe, wenn wir jetzt die anderen Fallen nutzen und die ökonomischen Faktoren, dann kann ich diese Fallen aufstellen und die sagen dann, in diesem Bereich, wo ich ein hohes Risiko habe, aufgrund dieser Fallen, kann ich genau ausmachen und wissen, ob ich eine larvenökonomische Population habe oder nicht. Denn es gibt Studien, die ganz klar sagen, dass wenn man mehr als 2
Larven oder eine Larve pro Falle hat, dann gibt es einen Schaden. Wenn man weniger als eine Larve pro Falle hat, dann hat man null Fälle des Schadens. Dann gibt es überhaupt keine Reduzierung. Wenn man weniger als 5 Larven pro Falle hat bei Agriatis ustulatus, dann hat man 11%. Also das sind sehr verlässliche Daten, die man sofort anwenden kann. Nochmal, was Drahtwürmer angeht, Risikoniveau gering, dann haben wir IPM-Strategien, die uns zur Verfügung stehen? Ja, das heißt, nochmals, wir können sagen, ja, die haben wir. Wir können nicht sagen, yes, we can, sondern wir können sagen, yes, we have. Also wir haben diese Strategien. Dann 30 Jahre Datensätze haben gezeigt, dass ein Risiko der Ertragsreduktion nur in weniger als 4% des bebaubaren Landes auftreten. Das heißt, das Risiko ist geringer. Das Risiko der Eintragsreduktion, also das hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, aber das eigentliche Risiko liegt bei 4%. Also 4% verglichen mit 100%, schwierig. Die Haupteigenschaften hier, ein geringes Risikoniveau und eine verlässliche IPM-Strategie. Stehen diese zur Verfügung für Mais und andere landwirtschaftliche Nutzpflanzen? Die Antwort ist ja. Ja, ja. Aber was kann ich nun tun? Wenn ich ein Einzellandwirt bin und wenn ich sicher sein möchte, dass ich eine ökonomische Population habe, eine Schadensschwelle, und wenn ich ausmachen möchte, welche Schädlinge es gibt für Mais, dann weiß ich, wie ich da herangehen muss. Ich brauche niemanden mehr. Ich kann das selbst machen. Es geht nur um die Frage des Wissens und der Bereitschaft. Aber vielleicht bin ich faul. Dann gibt es eine andere Herangehensweise, auch eine intelligente Herangehensweise. Das ist die Versicherungsherangehensweise. Wenn das Risiko gering ist, dann ist die Versicherungsherangehensweise sehr bequem für Landwirte und sehr viel sicherer für die Umwelt und auch für die Menschen, einschließlich der Bienen. Eine Versicherungsherangehensweise ist sehr viel besser als Insektizide. Und ich möchte jetzt Ihnen skizzieren, was dieses Szenario bedeutet. Wissen Sie, ich muss Folgendes vorausschicken. Das ist ein Beispiel eines Gebietes von 100 Hektar. 100 Hektar Mais. Wir können uns das leicht vorstellen. Ich habe einen Versicherungsansatz und hier sind die Kosten 5 Euro pro Hektar. Also eigentlich kosten sie 40 pro Hektar und die höchsten Schadenskosten sind 500 Euro pro Hektar. Also ich habe 4%, das war ja das Risiko, Sie erinnern sich, 4 Hektar von 100 Hektar, da habe ich den schlimmsten vorstellbaren Schaden. Das bedeutet 500 Euro, denn ich kann das ja neu pflanzen. Das heißt, ich habe die Kosten der neuen Saatgüter und dann habe ich die Reduzierung der Erträge. Einfach weil die Saatgüter zerstört sind. Unter italienischen Bedingungen sind die Maximalkosten 500 Euro. Und eine andere Annahme sagt Folgendes. 100% werden hier angenommen, das heißt, die funktionieren gut überall und in jedem Fall. Das gilt nicht für bestimmte Fälle, da ist die Effizienz bei null. Das Kostenrisiko ist bei null. Wenn man zum Beispiel viele Niederschläge hat, dann hat man vielleicht gar keine Ergebnisse. Aber wir nehmen an, dass wir hier eine Wirksamkeit von 100% haben. Das erste Szenario sind Mutual Funds. Das ist also sozusagen die Versicherungsherangehensweise. Das heißt, man hat hier 5 Euro pro Hektar. 100 Hektar insgesamt, das heißt, die Kosten liegen bei 500 Euro bei diesem Anlagefonds. Dann Gesamtkosten, Schadenskosten, also all diese vier, die gesamten 4 Hektare werden zerstört, das heißt maximaler Schaden. Zweimal. Können Sie mir noch folgen?
Gesamtkosten wären also 2.500 jedes Jahr in Bezug auf 100 Hektar. Und dann hier unten, das ist genau das gegensätzliche Szenario. Die prophylaktische Nutzung von Insektiziden. Also sie gehen zum Feld und sagen, warum nutzen Sie Insektizide? Wissen Sie, ob Sie wirtschaftliche Populationen haben? Nein, weiß ich nicht, aber ich brauche die Versicherung. Ich bin nicht sicher, ob ich sie habe oder nicht. Das heißt, ich werde jetzt Insektizide einsetzen. Dieses Szenario sind nochmal 100 Hektar, Kosten liegen bei 4.000 Euro, weil die Kosten hier bei 40 Euro pro Hektar liegen. Das heißt, die Gesamtkosten liegen bei 4.000 Euro. Alle anderen Szenarien sind verglichen worden mit diesem prophylaktischen Szenario. Nochmal, kein Unterschied. Und die Herangehensweise des Investitionsfonds oder des Anlagefonds kostet 1.500 Euro weniger. Das ist bequem. Ja, aber IPM mit Anlagefonds plus IPM-Implementierung, nur basierend auf der Evaluierung der Kosten, schauen Sie sich die ökonomischen Eigenschaften des Feldes an, doppelte Pflanzen, organische Materie und so weiter. Die Kosten würden dann bei 1.400 Euro liegen. Weniger oder minus 2.600 Euro. Und dann drittes Szenario, IPM mit Investitionsfonds, also Versicherungsherangehensweise plus Risikofaktoren plus Monitoring mit diesen unterschiedlichen Fällen, also eine gute Umsetzung des IPM. Und dann hätten wir folgende Werte, 1.900 Euro totale oder Gesamtkosten. Das heißt, so sehen die Szenarien aus. Das ist das, was für den Landwirt zählt. Alle drei Szenarien sind sehr viel besser für den Landwirt als der prophylaktische Einsatz von Bodeninsektiziden. Das ist also gut für den Landwirt. Nicht nur insgesamt gut und komfortabel. Aber wie steht es nun mit den Auswirkungen auf den Menschen und auf die Umwelt? Hier, keine Auswirkungen. Absolute Einhaltung der Richtlinie 128 aus 2009. Und wie steht es mit diesem Szenario? Ich nutze mehr Insektizide, als ich darf. Das heißt, Effekte werden reduziert, partielle Einhaltung der Richtlinie und dieses Szenario bekommt 3 Sterne von 5. Das ist das Ranking sozusagen. Und hier unten, das Beste, perfekte Umsetzung, entsprechend machbar, denn ich setze sehr viel mehr ein, als gebraucht wird. Und dann reduzierte Auswirkungen, ja, Einhaltung der Richtlinie und dann 4 Sterne. Aber 5 Sterne bekommt man hier oben nur bei Anlagefonds überhaupt keine Behandlung. Verstehen Sie, was ich meine? Also, das ist der allgemeine Komfort oder die allgemeine Bequemlichkeit von allgemeinem Interesse. Hier, also der Landwirt genießt diesen Komfort, es gibt aber das allgemeine Interesse. Das heißt, warum machen wir das nicht? Ja, das ist merkwürdig. Und das ist ein anderes Szenario. Wenn die Bodeninsektizidwirksamkeit 50% ist, dann sehen Sie diese ganzen Nummern hier und diese ganze Tabelle. Aber die gleichen Ergebnisse. Sehr bequem. Also, ja. In Italien, in diesem Teil Italiens, also im Norden, im Nordosten Italiens, haben wir versucht, das umzusetzen in die Praxis. Wir haben 2014 damit angefangen, also das war das erste Jahr, nachdem die Richtlinie 128 verabschiedet worden war. Agrifondo Mutualistico, das ist eine
Zusammenschluss von Landwirten. Die haben sich entschlossen, das erste Mal in Europa dieses Versicherungsinstrument einzusetzen. Und zwar ein Maisanlagefonds wurde hier gegründet. Was ist ein Maisanlagefonds? Das ist ein Instrument, das von einem landwirtschaftlichen Konsortium gemanagt wird, das darauf abzielt, sie zu kompensieren und die Risiken auszubalancieren unter den Landwirten. Also keine Gewinne. Kompensation richtet sich nach den Finanzressourcen eines Bauernhofes. Man kann also zahlen oder muss zahlen, bis man kein Geld mehr hat. Und dann wird man entsprechend kompensiert, wenn man etwas verliert. Das heißt, Lösungen werden nicht angeboten vom traditionellen Versicherungsmarkt. Das heißt, ich mache das selbst. Und jetzt das von dem Anlagefonds abgedecktes Risiko, unzureichende Pflanzendichte aufgrund einer Dürre, dann unzureichende Pflanzendichte aufgrund von entsprechenden Würmern und so weiter oder Diabrotika-Schaden und so weiter. Alles kann passieren. Aber egal was passiert, man ist versichert. Dann Ziel, Mitglieder des landwirtschaftlichen Konsortiums, Verpflichtungen. Man muss den entsprechenden Vertrag unterzeichnen, man muss die guten Anbaupraktiken umsetzen, man muss auch die Direktive 128 einhalten und umsetzen und dann braucht man ein entsprechendes Bulletin, dem man auch folgen muss. Dann Kosten 5 Euro pro Hektar und Kompensation, Entschädigung bis zu 500 Euro pro Hektar. Sind klassische Bodenschädlinge bis zu 1000 Euro pro Hektar für Diabrotika. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2015 der Umsetzung dieses Anlagefonds. 53.000 Hektar werden abgedeckt und versichert durch diesen Anlagefonds. Das ist also eine gute Gruppe. 50.000 Hektar, Kosten 3,5 Euro pro Hektar, 10-mal weniger als Bodeninsektizide. Ganz interessant also. Dann gezahlter Schaden geringer als 30.000 Euro. Signifikanter Anstieg dieser Anlagefonds und der entsprechenden Aktien für nächstes Jahr. Das heißt, wir sparen viel. Aus wissenschaftlicher Perspektive haben wir vor vielen Jahren damit begonnen, 450 Hektar zu simulieren und wir haben versucht, diese Prinzipien umzusetzen, um wirklich ausloten zu können, was passiert. Und wir haben Folgendes herausgefunden. More or less 440 Hektar sind überhaupt nicht behandelt worden, also gar keine Behandlung. Auf den Feldern haben wir dann eine entsprechende Population ausmachen können und dort gab es dann behandelte und unbehandelte Streifen, behandelt, unbehandelt, um zu sehen, welche Unterschiede es da gab, ob es überhaupt Unterschiede bei der Ernte gab. Und dann Hektar mit wirtschaftlichem Schaden 2014. Also, wir haben alles gemessen, basierend auf diesen 450 Hektar. Ganz klare Daten. 0,56%, 2015 0. Dann der Wert der Ertragsreduzierung 2014 700 Euro pro 100 Hektar, 2015 0. Dann der Wert der Ertragsreduzierung im Durchschnitt 2014 und 2015 liegt bei 350 Euro auf 100 Hektar. Wenn Sie sich daran erinnern, wenn Sie jetzt 350 durch 100 teilen, dann kommen Sie wieder auf 3,5. Also die Risikobewertung war ganz präzise. Wir haben das Gleiche herausgefunden. Ich habe noch 5 Minuten, okay? Ich weiß, dass Sie mir noch 2 weitere Minuten zugestehen werden. Was sind die Vorteile von Anlagefonds?
die Kosten pro Hektar werden reduziert, Risiken werden abgesichert, was Fehler und Schwierigkeiten bei der IPM angeht. Dann werden weitere Risiken versichert, zum Beispiel Überflutungen und Dürre. Die Herangehensweise sieht vor, dass ich alle Risiken der Landwirte versichern möchte, genau wie in einer Fabrik, also unter einem Dach sozusagen. Die Gesundheitsrisiken der Bauern werden reduziert, denn es gibt keinen Kontakt mit den Insektiziden, keine negativen Auswirkungen der Insektizide auf die Bodeneigenschaften, keine Verseuchung und keine Verseuchungsrisiken der Gewässer, keine Risiken für Bienen und andere Bestäuber. Insgesamt reduziert das Risiko für die Fauna. Dann Wetterbedingungen werden mit abgesichert, einschließlich entsprechender Wetterbedingungen, die dazu führen, dass Bodeninsektizide scheitern oder versagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Anlagefonds können unter sämtlichen Bedingungen in allen Situationen funktionieren. Hier einige Referenzen in Bezug auf Studien, die durchgeführt wurden. You can understand the condition when denn es gibt bestimmte Bedingungen, wann die Insektizide versagen. So also, mutual funds in the Anlagefonds you support. In der Zukunft, in, the future, in der EU, das bedeutet, das, was ich beschrieben habe, kann man überall umsetzen. Einfach nur ein privater Zusammenschluss von Landwirten wird benötigt. Punkt. Man geht zu einem Anwalt, dann unterzeichnet man einen Vertrag als Konsortium und dann kann man anfangen. Ganz einfach. Aber das ist das erste Beispiel in Europa und es steht in Einklang mit dieser entsprechenden Versicherungsklausel, die wir finden in der EU-Verordnung, die Sie hier sehen können. Das ist die erste EU-Verordnung aus dem Jahre 2009, Nummer 73, die die Anlagefonds entsprechend beschreibt, wie wir sie umgesetzt haben in Italien. In der Verordnung 1305 aus dem Jahr 2013 wurde das entsprechend definiert. Hier wurde definiert, was Anlagefonds machen und liefern können. Und Artikel 38, Anlagefonds, das ist eine Definition, die ich problematisch finde. Also, sie geben einem Geld, wenn man einen Schaden vorweisen kann, der über 30% liegt. Das ist problematisch. Was können nun öffentliche Institutionen tun, um eine wirksame IPM-Implementierung zu erreichen? Nun, wie gesagt, Unterstützung von Risikobewertungsstudien für alle Nutzpflanzen, um IPM-Strategien zu verbessern und auch die Kostenevaluierung. Das heißt, das Geld muss dahin gehen. Machbare Beiträge, kein 30-prozentiges Limit für diese Anlagefonds, Unterstützung von unterstützenden Beratersystemen, Unterstützung von angewandten Forschungen für praktische Lösungen und Innovationstransfer. Eine dramatische Kehrtwende ist sofort möglich. Es ist eine Frage der Bereitschaft. Dann, welche anderen Nutzpflanzen gibt es noch? Welche können wir noch erreichen mit dieser Herangehensweise? Sonnenblumen, Raps, es geht einfach nur um die Bereitschaft. Und schlussendlich die letzte Frage, wie steht es mit anderen Nutzpflanzen mit mittlerem oder hohem Schädlingsrisiko? Also wenn ich eine ökonomische Population habe, was kann ich dann machen? Anlagefonds können hier gut funktionieren, denn man kann das Risiko versichern der IPM-Implementierung. Die Kosten sind dann natürlich höher, aber der Wert der Produktion kann dann auch höher liegen. Das heißt, man kann das Risiko von Fehlern bei der IPM-Umsetzung versichern, indem man den gleichen Versicherungsansatz wählt, natürlich mit unterschiedlichen Kosten. Spezifische Protokolle werden ausgelotet und untersucht in unserer Region. Wir fügen weitere Probleme hinzu, die auch von diesen Anlagefonds abgedeckt und versichert werden sollen, damit das Risiko der Landwirte versichert und reduziert wird. Also, das ist wie, wenn man unter einem Dach arbeitet. Und damit komme ich zum Schluss.